Servus, grüß euch. Heute sind schon wieder der Chris und ich da. Der große Chris, wir haben ja noch den etwas kleineren Chris, aber du bist der große Chris. Willkommen zu Fußball Kindergarten wieder. Wie immer montags und donnerstags. Zu unseren anderen Programmen. Fördertraining ist Dienstag und Freitag und Mittwoch ist unser Torwarttraining. Torwarttraining. Heute, du fängst es gleich dann an mit der ersten Übung. Ja. Heute ist alles, wir haben ja bald Weihnachten. Ja. Heute ist Thema Weihnachten. Chris, du fängst an mit dem Aufbau, du machst die erste Übung. Ich bin Spieler jetzt mal. Genau, wir brauchen heute wieder 4 so Linemarker. Da können wir wieder irgendwelche Handtücher zusammendrehen, die wir benutzen können. Was auch geht, ist, wenn ihr irgendwelche von Mama und Papa irgendwelche Tennissocken klaut, die ein bisschen länger sind, die kann man auch ganz gut hinlegen. Sehr gut. Das ist noch ein Profi-Tipp. Dann brauchen wir wieder unsere Zeitschrift und wir brauchen heute 8 Hütchen. Das können wieder Hütchen sein, das können oder Plastikbecher sein, das können Klorollen sein, was auch immer. Wir brauchen auf jeden Fall 8 Stück davon. Für die erste Übung brauchen wir nur die Hütchen. Das heißt, das andere Zeug können wir erstmal weglegen. Und wir brauchen natürlich wieder unser Tor und einen Ball. So, wir fangen mit der ersten Übung an und bauen uns mit dem Hütchen 4 kleine Tore auf. Ja, die können wir einfach im Raum verteilen. Immer mit ungefähr 1,5 Füßen bis 2 Füße Abstand. Ja, kannst du ein bisschen reinkommen? Ja, ist alles gut. Ja, das muss passen. So, die können wir uns hier durch den Raum verteilen. Mhm. Nehmen wir noch eins hier vorne hin. Okay. So, wir fangen heute an, neben dem Tor. Wir müssen erstmal zu Weihnachten natürlich die ganzen Geschenke kaufen und einsammeln. Dafür laufen wir immer durch ein Hütchentor durch und gehen am Anfang mit unserem rechten Fuß auf den Ball drauf und stoppen den Ball. Wir ziehen jetzt gleich den Ball hinten durch das Hütchentor durch, das heißt bei uns auch Sohlenwände. Das heißt, ich ziehe mit meinem rechten Fuß den Ball wieder aus dem Hütchentor raus. Mit meinem linken Fuß muss ich ganz schnell weggehen, dass ich nicht gegen meinen eigenen Fuß roll. Mhm. So, das heißt, ich ziehe nach hinten, mein linker Fuß geht weg, dann darf ich aufs Tor schießen. Okay. Ist es noch egal, mit welchem Fuß wir schießen? Am Anfang ist es noch egal. Ja, okay. Dann entscheiden wir, mit welchem Fuß wir schießen. Ja. Wenn ich geschossen habe, darf ich meine Geschenke hier mitnehmen, laufe zu meinem Tor, kann sie entweder daneben oder oben drauf ablegen, starte wieder neben dem Tor, laufe zu meinen nächsten Geschenken, roll den Ball wieder durch, rechter Fuß steigt drauf, zieht den Ball nach hinten, linker Fuß weg, schieße aufs Tor, schnapp mir meine Geschenke, schnapp mir meinen Ball, wenn er wegrollt, leg es wieder ab, kann es bei den nächsten beiden auch machen. Wir haben doch einen Weihnachtsbaum, oder? Sollen wir es nicht gleich unter Weihnachtsbaum legen? Ja, komm. Dann holen wir uns den Weihnachtsbaum dazu. Holen wir den Weihnachtsbaum. Unser Multifunktions-Weihnachtsbaum. Das machen wir gleich. Legen wir heute hier neben das Tor, oder? Dann schauen wir schon aus. Oder willst du aufs Tor? Nein. Nicht das. Nee, gar nicht. Und wir können unsere Geschenke gleich zum Weihnachtsbaum legen. Super. Okay, ich hab's gecheckt. Hast du gecheckt? Willst du gleich anfangen? Ja. Dann baue ich dir nochmal die Geschenktore auf. Mhm. Hier noch eins hin. Meins. Und hier vorne hin. So. Gehen wir auf die Seite. Also nochmal ganz wichtig: mit dem rechten Fuß auf den Ball aufsteigen und mit dem linken Fuß, wenn wir den Ball ziehen, ganz schnell weggehen, dass wir den nicht anschießen. Ja, okay. So, dann kannst du gleich mal anfangen. Los geht's. Aber drüber nach vorne, rechter Fuß draufsteigen, Ball rausziehen, linker Fuß weg, sehr gut, aufs Tor schießen. Jetzt musst du die Geschenke einsammeln. Die Geschenke zum Weihnachtsbaum bringen. Und gleich weiter geht's. Nimmst du echt das nächste? Ja, ja. Rechter Fuß drauf. Wechseln hier. Ziehen und der linke Fuß weg, aufs Tor schießen, die Geschenke einsammeln. Zum Weihnachtsbaum. Und weiter geht's. Stoppen, rausziehen, linker Fuß geht weg. Sehr gut, schöne Sohlenwände. Schießen auf das Tor. Schnappen uns die Geschenke. Das vergesse ich immer. Das Wichtigste vergisst du aber. Das Wichtigste, die Geschenke vergesse ich. Und die letzten Geschenke holen wir auch noch.
rechter Fuß drauf, raus. Oh, jetzt nochmal Stopp. Was haben wir jetzt nicht gemacht? Ich weiß nicht. Den linken Fuß weggezogen. Das heißt doch mal, ach so, wir müssen über den linken Fuß weggehen. Was habe ich gemacht? Ich habe gerade zwischen die Beine durch, genau. Ah. Wir wollen nicht zwischen die Beine durch, sondern wir wollen den linken Fuß weggehen. Weg mit dem linken Fuß. Ziehen. Und der linke Fuß geht weg, sehr gut. Können wir auch gleich schießen. Okay. Und die Geschenke brauchen wir auch noch. Oh je. Den Oma Papa nichts zu Weihnachten. Okay, vergessen. Wenn das auf Zeit geht, nicht gut, glaube ich. Genau. Ist gut. So, Übung verstanden, oder? Ja, ja, wir können Gas geben. Machen wir die gleich mal im Wettkampf. Okay. Ich baue dir die Geschenktore wieder auf. Mhm. Du darfst gegen die Kinder zu Hause spielen, wer zuerst fertig Geschenke ist, eingesammelt hat. Genau. Also wir gehen auf Zeit. Ihr könnt euch eure Geschenktore auch wieder aufbauen. Irgendwo im Raum verteilen, wo es für euch passt. Hopp. Letzte machen wir hier rüber. Aber nicht, dass du jetzt alle vier Geschenke hier machst. Ja. Also schon den ganzen Raum nutzen. Genau, so. Nicht schon. Da machen wir uns bereit. Mal schauen, ob wir den Markus schlagen können. So wie der seine Geschenke vergisst, wahrscheinlich schon. Dann auf die Plätze. Fertig. Und los geht's. Genau, wir stoppen den Ball wieder mit rechts. Ziehen raus, schießen. Holen unsere Geschenke ganz schnell. Räumen die Geschenke auf. Zum Weihnachtsbaum. Sehr gut. Und weiter geht's. Laufen zum nächsten Tor. Rechter Fuß drauf. Ziehen aus. Links gedrückt. Das war sehr schön. Und schnappen unsere Geschenke. Und weg damit. Tja. Komm, Gas geben. Schauen wir mal, ob wir den Markus noch einholen. Gut. Die Geschenke noch holen. Und das letzte Paket. Auch noch drauf, rechter Fuß zieht, linker Fuß weg, sehr gut. Und nein! Ah, nochmal schießen. Boah, sehr gut. Und die letzten zwei Geschenke noch zum Christbaum. Und stopp! Genau, erster Wettkampf geschafft. Ihr könnt schauen, ob ihr den Markus geschlagen habt. Wenn nicht so wild, dann einfach noch ein, zwei Mal üben und dann, glaube ich, schafft man das auch. So. Ja. Dann. Ich muss auch noch ein, zwei Mal üben. Die Geschenke zu. Dann bauen wir uns unsere Tore wieder auf. Wir machen eine kleine Variante. Ja. So. Eins kriegst du dir hier rüber. Okay. So. Jetzt haben wir die Sohlenwende mit dem rechten Fuß gemacht. Das heißt, wir machen jetzt die Sohlenwende mit dem linken Fuß. Genau, das muss mit beiden Beinen werden. Wir laufen wieder zu unseren Geschenken hin. Laufen wieder durch das Tor durch und jetzt geht der linke Fuß auf den Ball und der rechte Fuß muss jetzt wegspringen, wenn wir den Ball nach hinten ziehen. Das heißt, wir ziehen den Ball nach hinten, rechter Fuß geht weg, können uns einmal drehen und schießen aufs Tor. Dann schnappen wir uns natürlich wieder unsere Geschenke und räumen sie wieder auf. Ja, der ist schwer mit links, da muss man sich drehen. Der ist schwer, da muss man sich einmal drehen. Wenn es hier nicht funktioniert, wenn ich hier merke, dass mir der Ball ein bisschen abhanden kommt, dass er weggeht, dann stoppe ich den Ball einfach nochmal. Das muss ich fast zweimal links jetzt machen, weil wir uns ja drehen müssen. Gell? Genau. Naja, okay. So, genau, ich zeige es nochmal. Bisschen schneller. Wir laufen. Ja, laufen unser Tor rein. Hopp. Linker Fuß drauf. Ziehen, wegspringen und schießen auf unser Tor. Okay. So, dann machst du gleich nochmal an. Ja. Gut, ich probiere es einfach. Tja, also linker Fuß. Linker Fuß drauf, ziehen, rechter Fuß weg. Ja, es geht mal rechts weg. Ja, genau. Geht sogar, ja. Dann die Geschenke aufräumen. Mann. Ich bin ein Frau, echt. Und zum nächsten Tor. Laufen wieder hin. Linker Fuß drauf, nach hinten ziehen und können schießen. Sehr gut. Ja, Geschenke. Mit Ball. Mit Ball auch natürlich. Da haben wir zum Christbaum rüberlaufen. Tja. Und linker Fuß geht drauf. Und rechter Fuß wegziehen. Ja, stopp. Ja, schmarrn wegziehen. Rechter Fuß wegziehen. Nicht zwischen die Beine durch. Ja, wegziehen. Hopp, sehr gut. Und wir können aufs Tor schießen. Super. Die Geschenke aufräumen ganz schnell.
Tja, eins noch. Und das letzte Geschenk. Jawohl. Linker Fuß wieder drauf, rausziehen. Hopp, und wir können schießen. Und ganz schnell noch aufräumen. Ich hätte es nochmal vergessen. Das gibt es nicht. Jetzt haben wir hier. So, für sehr gut. Opa kriegt auch was. Anstrengend, weil geht's nach. Nein, schon, ja. Ja, ja. Schaffen wir noch einen Wettkampf. Ja, ja, klar, komm. So, wir bauen es nochmal auf. Spiel du mal gegen die Kinder. Soll ich machen? Ja, mach du. Komm. Du musst es ja jetzt die ganze Zeit auch schon laufen. Darf ich meinen Christkindelbaum hier haben? Was ist denn für ein Vorteil hier? Das ist jetzt nicht. So. Bereit daheim? Gut, auf die Plätze, fertig und los. Alle vier. Nummer eins, Mama kriegt was. Jawohl. Nummer zwei. Drehung. Gut. So. Wo musst du rein? 15. Dann bist du schnell. Ich weiß nicht, ob ich richtig gestartet habe, aber man sieht es ja wieder in der Video-Zeitschleife. Genau. Machen wir kurz eine Pause, oder? Können wir was trinken und dann bauen wir um. Ja, bis gleich. Zurück. Nächste Übung. Das ist Gigi doch noch gar nicht. Nein, das brauchen wir nicht. Geschenke auf Freiwilligen. Oh, jetzt geht es ums Wichtigste, meiner. Die Geschenke. Die Geschenke. Ich bin Spieler. Markus ist Spieler, genau. So, wir fangen an. Wir brauchen wieder unser Christbaum, haben wir jetzt, glaube ich. Ja. Und wir brauchen unsere Geschenke natürlich. Wir nehmen immer die zwei Geschenke ungefähr, da schieben wir das Tor noch ein bisschen rüber. Ja. So. Immer legen wir unsere Geschenke hier nebeneinander zusammen. Ein bisschen Abstand dazwischen. So, zwei, vier. Okay. Und haben wir denn jetzt hier unsere? Christbaum, da machen wir das Licht an. Ah ja, genau. Ja. Neues aus. Jedes Geschenk müssen wir das Licht einmal anmachen. Licht am Christbaum ist ausgegangen, müssen wir nochmal anzünden. Aber ich, es fällt mir jetzt noch ein, ich springe sonst gegen die Wand. Ah, zieh es ein bisschen weg. Ja, ich glaube, ich springe gegen die Wand. Beim Christbaum brauchen wir ein bisschen. Ja. Weil wir können auch ein bisschen anschieben. Ja, da brauche ich gar keinen Platz. Du kannst mich auch ruhig ganz an die Wand stellen. Passt, oder? Ja. Ich glaube, wir brauchen noch ein bisschen. Lass dir Zeit daheim auch beim Aufbauen. Also das musst du nicht, dass man, sonst passt es nicht mit der Wand. Jetzt machen wir es wirklich so. Hier springe ich ab. Genau, das reicht mir. Ja, so ist gut. So. Ja, das ist gut. So ist ja, so finde ich es besser. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz. Mhm. Okay, du machst vorher dran. Genau, wir fangen die Übung an. Hier vorne bei unseren Geschenken.
nehmen den Ball am Anfang in die Hand, mhm, um unsere Geschenke auszupacken, müssen wir was machen? Die Schleife aufmachen. Ne? Ja. So, dafür gehen wir einmal mit dem linken Fuß, der ein bisschen weiter weg ist von den Hütchen, hinter die Hütchen, der rechte Fuß geht nach vorne. Und wir springen immer zweimal mit Schrittsprüngen. Das heißt, wir wechseln immer unser Bein, das vorne und hinten ist. Ich zeige es einmal. Das heißt, wir machen immer eins, zwei. Dann haben wir das erste Geschenk aufgemacht. Dann müssen wir es gar nicht weitermachen, sondern wir können gleich weiter springen. Das heißt, wir machen gleich zum nächsten rüber springen. Hoppala, jetzt habe ich es falsch gemacht. Ja. Hopp. Ah, okay. Hopp. Und haben gleich das zweite Geschenk aufgemacht. Wir wechseln gleich auch immer zum nächsten Geschenk. Genau, wir wechseln gleich immer. Und dann machen wir eins, zwei, passt. Nächstes Geschenk und eins, zwei. So. Jetzt haben wir alle Geschenke die Schleife aufgemacht. Ja, passt. Den Ball lassen wir wieder fallen. Fuß stoppt den Ball. Ja. Und jetzt machen wir keine Sohlenwende, sondern eine Schussfinte. Wir rollen den Ball zu unserem Christbaum. Ja. Hopp. Die Sohle steigt auf den Ball drauf und wir springen über den Ball einmal drüber. Ja, okay. Ja, dass der Ball dann wieder vor uns liegt. Zeig nochmal, ich hab's nicht genau gesehen. Schieb den Christbaum noch. Ja, nicht, dass du bist fast an die Wand. So, wir haben hier den Ball gestoppt. Machen wir mal vor. Hier Ball fallen lassen, Fuß drauf. Ja. Können hier den Ball einmal anschieben. Hopp. Und springen einmal mit beiden Beinen über den Ball. Okay, drehen uns, oder? Dann drehen wir uns. Schuss mit. Wir dürfen aufs Tor schießen. Mit dem rechten Fuß schießen wir jetzt. Okay. Hopp. Schießen mit dem rechten Fuß. Also wir machen die Ball. Mit dem linken Fuß auf den Ball, mit dem rechten Fuß. Ja, okay, ich probiere es dann. Ja, okay. Können wir wieder anfangen. Ich mache es noch mal ein bisschen schneller vor. Ja, ja. Immer zwei Sprünge pro Geschenk. Eins, zwei. Den Ball fallen lassen. Stoppen. Ja. Schieben den Ball einmal nach vorne. Da darf ich den Linksfuß nehmen, oder? Beim Stoppen. Beim Stoppen darfst du den Linksfuß nehmen. Okay. Springen wir den Ball rüber. Wenn wir ein bisschen seitlich stehen, schieben wir den Ball einmal rüber. Ja. Können aufs Tor schießen. Okay. Das will ich hin. So, dann darfst du probieren. Ja. So. Und zweimal eins, zwei. Und nächstes Geschenk. Eins, zwei. Sehr gut. Eins, zwei. Gut, dann stoppen mit dem Lieblingsfuß. Fuß drauf. Einmal nach vorne rollen den Ball. Und. Ich dribbel so nach vorne, oder? So ein bisschen. Genau, und dann, wenn ich auf dem Christbaum bin, springe ich. Ich so einmal drüber. Muss ich nur seitlich drehen. Okay. Weil wir wollen ja nicht, wenn wir hier laufen, dahinter schauen. Sondern wir wollen nur umdrehen. Das heißt, wir schieben den Ball einmal nach vorne. Hopp. Und können gleich seitlich hingehen. Dass du gleich nach vorne laufen kannst. Ja. Ich glaube, ich schaffe das auch nicht. Das ist mal so, sonst verhüte ich das ein bisschen. Ich glaube, ich kriege das so auch hin. Ja. Dann schauen wir es nochmal an. Ich habe einen Fuß vor, einer hinten. Und zweimal pro Schenk. Eins, zwei. Sehr gut. Ball fallen lassen. Lieblingsfuß drauf. Schieben einmal nach vorne. Drauf springen, drüber. Gleich drehen. Sehr gut. Jetzt nach vorne einmal. Mach ich eigentlich mit richtig? Wo jetzt muss ich mit links? Mit welchem Fuß hast du? Wir machen mit dem. Ich bin. Nee. Hast du den rechten Fuß gemacht? Ja. Hast du mit dem linken Fuß natürlich gemacht. Den linken Fuß auf den Ball. Ja. Zack. Genau. Den Ball einmal nach vorne. Okay, weil sonst. Und wir können dann mit dem rechten Fuß schießen. Das heißt, wir schieben ihn einmal. Ja, ein bisschen rüberschieben. Genau. Schwer heute. Das ist leicht, aber das ist schwer. Wir müssen noch was lernen. Eins, zwei. Genau. Dann stoppen, Lieblingsfuß drauf. Weil also habe ich hinlegen, sondern können wir fallen lassen. Dann schieben wir mal an. Linker Fuß drauf, drüber springen und gleich seitlich landen. Dann den Ball einmal nach vorne. Sehr gut. Ah, dann können wir aufs Tor schießen. Ich glaube, jetzt kommt's. Jetzt kommen wir raus. Genau. Einmal noch dran. Ja. Und eins, zack. Das weiße Geschenk, sehr gut. Stoppen lassen, Fuß drauf. Einmal nach vorne. Ich lasse jetzt nicht so weit oben brummsen, gell? Ja. Ich habe jetzt nicht so viel Platz hier. Ich lasse ihn da unten plumpsen. Mach das vielleicht zu Hause auch. Gut, Lieblingsfuß dann. Linker Fuß hopp, drüber springen. Einmal nach vorne, weg vom Fuß. Hopp. Sehr gut. Okay, passt. Bist du gleich in den Wettkampf? Ja. Ja, ich fühle mich soweit. Fühlst du dich?
Ja. Bist du dich bereit? Sehr gut. Ja, ja. Dann machen wir einen Wettkampf. Wir brauchen 4 Runden für alle 4 Geschenke natürlich. Okay. Du machst gegen die Kinder daheim, wir machen uns bereit. Ja. Schauen wir mal, wer schneller ist, wenn wir Geschenke auspacken. So, dann auf die Plätze. Fertig. Und los geht's. Gutes Tempo, schön. Das letzte Geschenk noch. Und Fuß drauf, sehr schön. Nach vorne, stoppen, springen. Einmal anschieben. Sehr gut. Und das erste Tor geschafft. Und hopp. Sehr gut. Ball stoppen, Fuß drauf. Mit dem Lieblingsfuß nach vorne schieben. Drauf, den linken Fuß drüber springen. Einmal nach vorne. Jawohl. Hälfte haben wir geschafft. 2 Geschenke noch. So ein Flatter war das, Kind. Da gibt es extra Geschenke. Ich? Mit dem Flatterball gibt es extra Geschenke. Okay, krass. Dann Fuß drauf. Lieblingsfuß schiebt an. Linker Fuß drauf. Springen. Vorne schieben und schießen. Sehr gut. Und die letzte Runde. Komm, nochmal Gas geben. Okay. Sehr gut. Und die letzten 2. Fallen lassen. Fuß drauf. Schieben, linker Fuß drauf, springen, gleich ein bisschen drehen, einmal nach vorne und letzter Ball. Ah, Nachschuss, letzter Ball. Gut, sehr gut. Genau, ihr daheim könnt schauen, ob ihr schneller wart als der Markus. Ja, andere Seite, oder? Ich denke mal schon. Genau, wir bauen es auf die andere Seite auf, damit wir es natürlich mit beiden Beinen geht. So. Ich glaube, jetzt machen wir Hasenhüpfer, oder? Zusammen. Oder wie war das jetzt? Ja. Mach du, ich mach nicht mehr. Mach du Spieler. Okay. Ja, ich mach Trainer. War zu anstrengend. Nein, mach jetzt nicht mehr. Du musst noch ein bisschen mehr. Nein, doch. Mach schon noch. Sonst komm. Mach du mal Spieler. Ich find das. Das braucht man. Hier. Du daheim wechselst aber nicht mit Mama oder Papa, gell? Du machst es selber. Ich sag's dir. Okay. Pass auf, die Schussfinte müssen wir natürlich jetzt. Schauen wir mal, ja, gehen wir noch ein bisschen rein. Du musst heute mal weiter rüber, dass wir gut im Bild sind. Was wir immer wieder umbauen müssen, hilft nichts. Hilft nichts. Schussfinte passt, oder? Ja. Ja, so, ja, wir müssen rein. Für die Wand. Okay. Wir machen wieder unsere Einbeinsprünge, okay? Rechten Fuß hochklappen. Die ersten 2 Geschenke machen wir mit dem linken Fuß auf, okay? Also vor, zurück, rüber. Es reicht wirklich aufzumachen, aber wir bleiben auf dem Bein, rüber, vor, lass dir ruhig Zeit, dass du nicht umfällst, okay? Zurück, wechsel, okay? Rüber. Vor, stehen bleiben, stabil bleiben, zurück, das ist der Schwere, der ist richtig schwer. Probier es einfach aus, zurückspringen, okay? Wenn du aufs Geschenk drauf springst, nicht so schlimm, ich hoffe, das sind Klopapierrollen, dann kann auch nichts passieren, okay? Zack, vor, wenn es dir zu schwer ist, dreh um und spring nochmal vorwärts. Es geht genauso, okay? Für die etwas Jüngeren ist besser. Wir drehen uns. Ja. Gut. Du darfst es machen. Mach's mal, fang mal an mit 2-mal für die Jüngeren. Okay? Also mit Drehung, bitte. Okay. Dass wir nur vorwärts springen. Am Anfang rechter Fuß hoch. Ist mir sogar egal. Okay. Ist mir wirklich egal. Wir müssen nur nach den ersten 2 Geschenken wechseln. Okay. So, jetzt machen wir für die Jungen. Jawohl. Drehen, 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 drehen. Ja. Und nochmal. Selber Fuß. Rüber, rüber, rüber. Genau, du springst rüber, das ist sehr gut. Drehen. Und jetzt haben wir es auch geschafft mit einem Fuß. Jetzt kriegen wir ein bisschen Erholung. Und Sprung, drehen. 2, rüber. Das ist anstrengend heute, gell? Ja. Einen Fuß. Rüber. Noch einmal. Ich habe es gar nicht zu Ende vorgemacht. Ja, ich dachte, jetzt kommt noch was. Aber das gibt's ja, ich habe das jetzt vergessen.
Aber du weißt auch, was kommt, oder? Ich sag's nicht. Dir einfach vor. Du lässt ihn plumpsen. Ja. So, jetzt der Ball drauf, Fuß drauf, dass der Ball ruhig ist. Schiebst mit deinem Lieblingsfuß, einmal schieben. Wenn du am Christbaum bist, ja, du bist ein bisschen weit weg, da musst du echt genau schieben. So, schieb den Ball genau zum Christbaum hin. Okay. Mit dem Lieblingsfuß. Und wenn der Ball auf dem Christbaum ist, mit dem rechten Fuß anhalten, drüber springen. Nein. Ich würde gerade drüber springen. Gerade? Ja, spring gerade drüber. Okay. Also, so, ich mach's doch mal vor. Lass mich kurz Abstand. Ja, ich will es jetzt davor. So. Schieben mit dem Lieblingsfuß. Bei mir ist es der rechte. Okay, ich schieb drauf. Spring. Zack. Geh jetzt einmal mit der linken Außenseite, wenn er nicht sogar von selber ein bisschen rollt, korrigiere ich und Schuss mit links. Okay? Alles klar. Das müsste jetzt eigentlich genauso richtig rauskommen. Gut, machen wir noch drei Runden, das reicht. Ja. Drei Runden reichen. Die letzte machen wir dann ohne Rückwärtsspringen. Mhm. Also machen wir noch zweimal mit Drehen. Ja. Wenn du es zu Hause wirklich mit Rückwärtsspringen kannst, mach's so, wie ich es vorgemacht habe. Ansonsten wieder Chris mit Drehen. Rüber, genau. Wechseln. Zack. Zack. Darf es auch schneller werden, ruhig bei den Sprüngen. So schnell du dich fühlst. Gut. Super. Drücken. Und zum Christbaum. Kleiner C. Ja. Rechter Fuß drauf. Springen. Gut. Korrigieren ein bisschen. Und Schuss mit links. Sehr gut. Klappt, oder? Ja. So, wunderbar. Ja, nochmal. Einmal mit Drehen. Und dann machen wir die Königsvariante. Jawohl. Nummer 1 ist auf. Zwei ist auf. Ein rechter Fuß. Ja. Gut. Schieben. Jawohl. Wunderbar. Schusswende passt super. Ja, jetzt machen wir wirklich das Allerschwerste und dann ist auch gut mit den Arbeitssprüngen. Wettkampf machen wir dann auch ein bisschen anders. Jetzt probieren wir es mal mit Zurückspringen. Das ist für die ein bisschen größeren. Ja, oh, das ist schwer. Vorwärts und rückwärts springen. Oh je, aber du machst es überall. Vorwärts und rückwärts. Ja. Vorwärts und rückwärts, anderer Fuß. Perfekt. Schieben. Nochmal ganz genauso auf dem Christbaum drauf. Ja. Sehr gut aus. Ich glaube, das schaut besser aus als bei mir. Ja, wie du springst und landest mit beiden Beinen gleichzeitig. Also das ist immer ganz wichtig, wenn wir dann hier mit beiden Beinen landen. Schaut echt top. Beim Wettkampf. Wettkampf machen wir Schnelligkeit. Brauchen wir aber nicht Beinbeinsprünge dafür, weil wir machen jetzt einfach Hasenhüpfer, sag ich dazu mal. Okay? Hasenhüpferbeine zusammen wie ein Hoppelhase. Vorwärts, rückwärts. Okay? Also, vorwärts, rückwärts. Rüber, vorwärts, rückwärts, rüber, vorwärts, rückwärts, rüber, vorwärts, rückwärts, auch nur einmal der Pullgeschenk. Okay, ganz easy. Drücken, schieben, dann wieder mit beiden Beinen landen. Zack, mit beiden Beinen. Okay, korrigieren und Schuss. Schaffst du 4? Ja, ja. Schon, oder? 4 schaffen. Doppelhasen schaffen wir 4. Ja. Gut. Wettkampf, einfach die Zeit stoppen. Ich glaube, ich muss eigentlich gar nicht mitzählen, weil wir schauen auf die, oder du schaust zu Hause auf die Zeitschleife, wie lange Chris gebraucht hat. Ich schaue jetzt mal so ungefähr wieder, dass du auch weißt, wie schnell du warst. Und dann schaust du einfach, dass du seine Zeit unterbietest. Schaust dir ruhig nochmal an von ihm, lass es komplett durchlaufen und dann bist du dran. Okay? Brauchst du jemanden zum Stoppen vielleicht? Mama, Papa, Geschwister, Freund, wer auch immer. Okay, auf die Plätze, fertig, los und Hasenpfer. Vor, zurück, rüber. Vor, zurück, rüber. Vor, zurück, rüber. Vor, zurück, drücken. Schieben, Schussfinte. Beiden Beine landen wieder. Ja. Rüber und Nummer 1. Noch 3 Stück. Komm, 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 du darfst richtig Gas geben. Gib Gas. Vor, zurück, rüber.
Es muss auch nicht besonders sauber sein, einfach ganz schnell, so schnell du kannst. Okay. Die Schussfinte, die brauchen wir sauber, jawohl. Und Schuss. Ja, bei den Hasenhüpfern, das kann man ja fast gar nicht unsauber machen. Ja. Versuch einfach so schnell wie möglich zu springen. Du machst es auch gut auf den Zehenspitzen, so sind wir noch ein bisschen dynamischer und schneller drücken. Zum Christbaum, Licht an, springen, jawohl, Licht ist an, wusch. Letzte Runde, oder? Letzte. Super. Drücken, schieben, zack. Boom. Der hat aber nicht geflattert wie bei mir, war nur fest. Ja. Aufpassen zu Hause, gell? Nicht, dass da irgendwas im Wohnzimmer rumsteht oder irgendwas kaputt schießt. Gut! Mit dem Schuss war Stopp. Weil ich habe Stopp gesagt gerade. Ja, ja. Ich glaub schon. Gut. Versuch die Zeit einfach zu schlagen. Das kriegst du locker hin. Ich glaube, dass du schneller springst als er. Ja. Das können Kinder eigentlich richtig schnell, also bin ich mir sicher. Übung beendet. Okay, Sprünge sind vorbei jetzt. Eine Übung haben wir noch, wir bauen schnell ab und die Hütchen brauchen wir gar nicht mehr. Nee. Weg damit, Zeitung brauchen wir noch, Handtücher bereitlegen, wir gehen kurz was trinken und sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Tja, willkommen zurück. Vier lange Socken, vier Handtücher, vier Geschirrtücher, was auch immer, einschlagen, dass die ungefähr diese Form haben, okay? Tja, jetzt brauchen wir vier Stück nebeneinander, ungefähr, ja, so müsste das reichen mit der Wand, dass wir nicht dagegen stoßen. Vier. Und wir haben jetzt somit drei Lücken. Okay? Wir gehen immer dazwischen durch dann. So. Nö, die brauchen wir ja gar nicht. Nö. Das war's schon. Doch, mir fällt gerade was ein. Doch, 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 die brauchen wir. Jetzt pass auf. So. Dann kommen wir neben den Straucht. Vor in die Mitte von den vier. Nicht gegenspielen, ich bin Torwart. Mann. Torwart ist mir lieber. Ja, etwas dickerer Torwart heute. Muss dann in die Ecken schießen. Gut, also Chris. Du darfst mit deinem Lieblingsfuß anfangen. So, es ist immer, wenn du Rechtsfuß bist, fängst du rechts an zu Hause. Okay, du bist Linksfuß, du musst links anfangen. In die erste Lücke rein. Nach dem Geschenke auspacken gibt es jetzt noch ein Festmahl, ein Festschmaus, okay? Und wir holen uns drei verschiedene Sachen vom Buffet oder vom Tisch auf unseren Teller. So, das schaut wie folgt aus. Ich bin Rechtsfuß, ich fange auch in der ersten Lücke an. Fleisch, Fisch, Gemüse. Okay? Okay. Oder Fisch oder Fleisch, was du lieber willst. Brot, Gemüse, so machen wir es. Okay, dann ist für jeden was dabei. So. Also, wir gehen zum Fleisch oder Fisch, schieben rein, machen jetzt wieder rechter Fuß auf den Ball, springen, okay. Links in der, einmal vor, schießt, ist mir gerade wirklich egal. Okay. Weil wir sowieso, wir schieben aber allerdings, jetzt pass auf, zack, drehen um, okay. Ball nochmal mit dem linken Fuß nach vorne. Und jetzt, wie du schießt, ist mir wurscht. Okay. Okay? Ich glaube, ich habe es vorhin mit dem rechten Fuß beim ersten Mal nochmal berührt, okay? Also, wenn du mit dem einen Fuß springst, ist die nächste Berührung mit dem anderen Fuß, okay? Wie auch immer. Okay. Verstanden? Ja. Gut.
Ich schieße es gleich mit links, macht es nichts. Die zweite Lücke, nochmal dein schwacher Fuß, dein starker Fuß. Okay. Okay, also Trick mit dem starken Fuß. Es ist stark, stark, schwach. Okay. Wenn du Rechtsfuß bist. Kompliziert heute. Aber unsere letzte Übung ist immer kompliziert. Lass dir Zeit, ansonsten schaust du dir nochmal an. Wenn wir es nicht gut erklärt haben, nochmal anschauen, dann verstehen wir es. So, nochmal starker Fuß, machen wir die Schusswende. Also, starker Fuß drauf, zack, erste Berührung, schwacher Fuß, wie du schießt, ist uns jetzt völlig egal. Okay, an dem Torwart vorbei, an dem dicken Torwart vorbei. So, jetzt aufgepasst, Gemüse ist es bei mir, okay. Gemüse hole ich immer mit dem linken Fuß. Du nachher auch. Okay? Okay. Ja, so. Gemüse ist eigentlich immer mit links und Fleisch ist immer mit rechts. Und dazwischen kommt es darauf an. Da muss ich ein bisschen nachdenken. So, also. Gemüse haben wir gesagt. Linker Fuß auf den Ball, die Schusswende. Springen. Berührung jetzt mit? Rechts. Rechts, ja. Okay. Schuss ist mir wieder. Wurscht. Egal. Ja, ich mache es noch einmal ganz schnell für die Rechtsfüßer. Für Rechtsfüßer in schnell nochmal, du machst es dann für Linksfüßer einmal in langsam und einmal in schnell auch, okay? So, Rechtsfüßer, Lieblingsfuß auf den Ball, zack, schwacher Fuß, einmal berühren, Schuss, egal. So, Rechtsfüßer, nochmal rechter Fuß, Lieblingsfuß, drauf, beide Beine landen, erster Kontakt. Schwacher Fuß, zack. So, zum Gemüse noch. Brothammer zum Gemüse. Ball führen ist immer ein starker Fuß, gell? Ball führen, starker Fuß. Schwacher Fuß springen, okay? Starker Fuß mitnehmen. Und Schuss. Gut. Gut. Wenn du Rechtsfüßer bist, dir ging das jetzt alles zu schnell, zu schwer. Bild zurückspülen, nochmal anschauen. Die Linksfüßer. Rechtsfüßer wegschauen. Ihr müsst eigentlich gar nicht hinschauen, was der macht. Okay? Rechtsfüßer, kleinen Schluck trinken, Linksfüßer hinschauen, bitte. Jawohl. Gemüse, linker Fuß. Jawohl, mit beiden Beinen landen. Anderer Fuß. Berührt den Ball zuerst. Brot. Linksfüßer nochmal mit links. Jawohl. Gut. So, und Fleisch ist immer mit? Rechts. Immer rechts, ja. Sehr schön. Berühren mit links jetzt? Jawohl. Gut. So. Noch, wenn du jetzt dir noch nicht sicher bist, ich weiß nicht, was besser ist, dann mach es einfach so. Wie gesagt, Fleisch muss immer links sein. Gemüse muss immer links sein. Fleisch muss immer rechts sein. Und in der Mitte suchst du einfach aus, wenn du dir jetzt noch nicht sicher bist. Okay? So ist für die ganz kleinen Gemüse immer links auf den Ball, Fleisch immer rechts auf den Ball, in der Mitte suchst du einfach aus. Passt, oder? Wettkampf, du darfst. Darf ich? Okay. Du darfst, ja, komm. Pass auf, Tor zählt nur, wenn du, wenn den Torwart nicht zuerst, also wenn du von hinten an den Torwart, macht gar nichts. Wenn du an den Klopapierrollen oder an den Hütchen, was auch immer du da stehen hast, bitte keine Glasflaschen, vorbeischießt, ist es ein Tor. Okay. Wenn du den Torwart umschießt, kein Tor, nimm dir den Ball nochmal raus, fahr ihn da weg und nochmal schießen. Okay. Nur schießen, nicht den Trick nochmal, nur schießen, okay? Gut. Ich überlege gerade, ob ich auch mal machen soll. Wir können jeder einmal machen. Dann mache ich jeder einmal. Komm, ich mache einmal. So. Eine Runde? Ja, das ist ganz gut. Dann sehen die Kinder auch Linksfuß rechts. So, Linksfüßer, schau ganz genau hin beim Chris. Wettkampf, so schnell du kannst. Eine Runde einfach nur. Okay. Eine Runde, okay? Und los. Ja. Zurück. Ja, ja, da geht's los. Schieben. Nehmen was vorkommen, alle mal. Jawohl. Zurück. Nehmen was vor. Jawohl. Und jetzt mit. Perfekt.
Ich habe nicht mehr gestoppt, wir haben ja die Zeit. Ja. In der Zeit steht natürlich. So, ich fange von hier an, als Rechtsfüßer. Ja. Gut. So, dann auf die Plätze, fertig, los. Rechter Fuß zuerst, Beine gleichzeitig landen. Gut. Mal rechts. Das war sehr schön. Und. Oh, ich treffe mit links auch, schauen wir mal, schauen. Ja, jetzt hat Gemüse und ist linker Fuß. Gemüse ist links. Jawohl. Und. Sehr gut. Gut. Wir müssen es diesmal nicht mehr schneller machen. Du siehst es. Und du siehst vor allem dann auch, ob du schneller warst. Okay? Gut, wir machen das Ganze noch in der Sohlenwende auch. Ja. Ja. Fängst wieder lieber am Tor an. Rechtsfüßer wieder rechts beim Fleisch bzw. Fisch. Rechts ziehen, okay? Wir haben es heute beim Aufwärmen gemacht. Wir gehen rein. Rechter Fuß auf den Ball. Okay? Ziehen. Bein weg. Schuss mit links. Pflicht. Okay. Nochmal. Denk dran, beim Brot suchst du einfach aus. Okay? Suchst du aus. Ich nehme jetzt nochmal den rechten Fuß, Brot, Fuß auf den Ball. Ziehen. Vorsicht. Bitte nicht durch die Füße rollen lassen, sondern Bein schnell weg. Okay? In den Bauch rein. Bein schnell weg. Schuss links. Gemüse ist immer links. Ja. Okay? Immer. Gemüse ist immer links. Gemüse links ziehen. Vorsicht, rechtes Bein sofort wegziehen. Schießen darfst du jetzt noch mit rechts in die Ecke. Jawohl. Gut. Mach mal vier Durchgänge. Vier Durchgänge? Ja, ja. Okay. Warte mal, ich mach mal nochmal eine für die Rechtsfüße. Ja, komm, ich mach noch eine. Nochmal einmal die Rechtsfüße genau her schauen, die Linksfüße dann gleich beim Chris. So, und los. Fleisch oder Fisch. Rechts ziehen, Schuss, links. Oh. Letzte Runde. So, nochmal. Brot, nochmal Lebensfuß. Schuss schwach. Und Gemüse. Und links. Immer links. Und zack. Über dem Pfosten. In den Pfosten, genau ein Sack. Gut, Linksfüße aufgepasst, ganz genau hinschauen beim Chris. Chris fängt wie immer beim Gemüse an, links ziehen, ja, rechts schießen. So, schieben, dribbeln mit dem Lieblingsfuß, jawohl. Links ziehen und rechts schießen. Genau. Lass den Ball an dir vorbeirollen. Das machst du genau richtig. Mir fällt jetzt noch was ein. Vielleicht hast du den Fehler gerade zu Hause gemacht. Wenn du jetzt ziehst, sofort so schießt, ist nicht richtig. Okay? Du musst den Ball kurz ausrollen lassen und noch einen Schritt machen. Schau her. Ziehen in den Bauch ein. Kurz rollen lassen, noch einen Schritt. Und dann schießen, wenn der Ball an deinem Körper vorbeigerollt ist. Okay? Ja. Du hast es aber richtig gemacht, also. Keine Sorge. So, fangen wir nochmal beim Gemüse an. Okay. Jawohl. In den Bauch rein, Fuß weg, rollen lassen, Schuss. Zurück zum Tor. Ab zum Brot, suchst dir aus. Linksfüße machen nochmal links, wenn sie möchten. Gut. Und Fleisch und Fisch immer mit. Rechter Fuß. Mit rechts ziehen. Vorbei rollen lassen, links schießen. Sehr gut. So, nochmal. Ich hab den Torwart ein bisschen. Hast du mich auch gebolzt, ha? Nee, beim zum Boden. So, in der Mitte. Torwart ist diesmal in der Mitte, genau. Rollen. Ja, jetzt vom Körper. Selber fest. Schiebe. Ziehen in den Bauch rein, vom Rollen lassen. Hängt dran. Bein wird getauscht, das Ziehbein. Ziehbein ist rechts jetzt. Jawohl. Sehr schön. Nochmal noch eine. Noch eine. Eine noch? Ja, mach noch eine, dann machen wir weg. Ich mache auch noch meine Proberunde, bevor es losgeht. Gemüse, jawohl, und. Oh. Hau das Ding rein. Komm rein damit. Wir gehen weiter zum Brot. Brot. Ziehen, rollen lassen. Schluss.
sagen wir mal. Jetzt ab, gut. Fleisch oder Fisch immer mit rechts. Jawohl. Gut, machen wir Wettkampf. Ja. Ich fange mal. Auf Zeit. Bereit? Ja. Ich frage. Das Aufstellplätze, fertig, los. Das rechter Fuß. Nein. Ja, nochmal. Wir sind aus, oder? Ja. Gut. Der geht's. Rot. Wenn wir Torwart treffen, müssen wir nochmal schießen. Ja, sehr gut. Und letzter mit dem linken Fuß ins Gemüse. Ah, nochmal. Jetzt aber. Sehr gut. Torwart zweimal umgeschossen. Sonst war's gut. Du hast nicht Stopp gesagt, aber das ist sehr gut, glaube ich. Das wird ein Stopp. Ganz Signal. Sehr gut, Lars. Schau mal, ob du das auch sehr gut machst. Okay, auf die Plätze. Ja. Fertig. Los. Schau, wie lange das braucht. Ja, nein, nochmal. Schießen. Das Ding am Torwart vorbei. Nochmal. Das gibt's doch nicht. Ja, aber. Jetzt. Ui, das hat lange gedauert. Das hat Zeit gekostet. Nochmal links. Jawohl. Ja. Passt. Das war von hinten an den Torwart. Das macht nichts. Rolle, rolle. Jawohl, sehr schön. Ja, gut aufgeholt, ja. Gut aufgeholt. Nicht schlecht. Ja, Wettkampf vorbei. Ja. Das Schwerste war wie immer zum Schluss jetzt. Wir sehen uns bald wieder. Vielleicht sogar wir zusammen. Ja. Wer weiß. Oder beim anderen Chris. Oder beim Marco. Oder wer auch immer. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Uns hat sehr Spaß gemacht. Ja. Oder? Gut war's. Ich sag uns. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ja. Wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, einfach zurückspulen, nochmal probieren, du kriegst es hin. Packst halt nochmal Geschenke aus, ist ja zweimal Weihnachten. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.